Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher als der Festnetztarif. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Astro TV. Mein Name ist Frank Dahlert. Ich bin spiritueller Lebensberater, Kartenleger und Engels und wahnsinnig stolz, hier bei Ihnen zu sein, hier heute zu dieser tollen Tageszeit. Ja, ihr Lieben, vor jeder Sendung mache ich mir einfach Gedanken und gucke, was können wir machen, damit es Ihnen, meinen lieben Zuschauern, besser geht. Und da habe ich etwas ganz, ganz Tolles gefunden, nämlich den Eintrag in die Adventszeremonie, den Eintrag in, ja, in den Engelskreis. Und das ist wirklich etwas ganz, ganz Wundervolles. Läuft folgendermaßen: Mit etwas Glück kommst du zu mir in die Sendung. Ich trage dich mit deinem Vornamen und deinem Geburtstag in das Engelsbuch ein. Und die Engel können dann in ihrem Kreis am ersten Advent um 22 Uhr mit der Zeremonie mehr Leben, Freude, mehr Fröhlichkeit, mehr Glück, mehr Stärke, mehr finanzielle Stärke, mehr Erfolg in dein Leben bringen. Sie sind es wirklich, sie können es wirklich, und in der jetzigen Zeit, es muss einfach etwas passieren. Und wenn Sie sagen, ja Frank, ich bin dabei, ich möchte dabei sein, dann bist du herzlich eingeladen. Komm mit in die Engelszeremonie am ersten Advent. Ihr Lieben, und das ist der erste Advent, ihr Lieben. Das Jahr ist schon bald wieder rum, und ihr wisst es doch, zum Ende des Jahres sind einfach die geistige Welt, ist die geistige Welt viel offener, viel näher an uns dran, viel, ja, viel kraftvoller. Und diese Energie nutzen wir, um endlich mehr Erfolg und Kraft, Liebe, Zuversicht, Leichtigkeit zu bekommen. Und wenn Sie sagen, ja, Frank, ich bin dabei, dann sind Sie herzlich eingeladen. Ich möchte ganz viele Menschen hier heute in das Erzengelkreisbuch eintragen. Bitte, bitte seien Sie dabei, damit wir mehr Lebensfreude, mehr Liebe in diese Welt bekommen. Und Sie sind jetzt einfach ganz aktiv, die Erzengel. Und Sie wissen es, die können es wirklich. Jetzt wird es gerade so schön einfach mal eingeblendet von der Kamera. Der Engelskreis am ersten Advent. Und hier ist es einfach jetzt symbolisch gesehen. Sie werden ganz viele Engel bekommen an diesem Tag. Es ist der Erzengel Michael, der Erzengel Gabriel, Samuel, Raphael und natürlich die liebe Mutter Maria ist auch mit dabei. Und wenn Sie sagen, ich brauche mehr Freude, ich brauche mehr Lebenskraft, mehr Vitalität, mehr Fröhlichkeit, dann ist das genau für Sie das Richtige, um endlich mal in die Leichtigkeit zu kommen. Ihr Lieben, und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das habe ich hier für Sie mitgebracht. Und die Studiotelefonnummer ist dort immer eingeblendet. Mit etwas Glück kommen Sie zu mir. Und der eine oder andere wird sich denken, Mensch, Frank, du bist ja schon so lange bei Astro TV. Seit 2015 bin ich jetzt bei Ihnen. Und ich kann Ihnen sagen, auch als Lebensberater entwickelt man sich ja weiter. Und ich weiß einfach, dass wir jetzt zu dieser Zeit mehr Liebe brauchen auf dieser Welt. Wir brauchen einfach mehr Leichtigkeit, Lebensfreude, endlich mal wieder in den Arm genommen zu werden, endlich mal wieder geliebt zu werden, endlich mal wieder in die Liebe zu kommen. Und wenn Sie sagen, Frank, ich will jetzt endlich mit meinem Herzensmann zusammenkommen, dann ist das hier genau Ihr Eintrag. Der Eintrag
Eintrag in das Erzengelbuch für mehr Leichtigkeit, für mehr Liebe, für mehr Kraft und für mehr Stärke und Zuversicht, Vitalität und natürlich, ihr Lieben, was soll ich euch sagen? Schutz, wir brauchen Schutz. Schutz auf allen Ebenen. Wir müssen geschützt werden. Und die Erzengel, die sind am ersten Advent um 22 Uhr dabei. Mit einer Zeremonie werde ich die Erzengel bitten, dich von diesen ganzen Themen zu befreien, wie Verzweifeltheit, wie Traurigkeit, wie einfach diese Blockaden oder dieses, oh Gott, ich mag nicht aufstehen. Das ist doch schrecklich. Wir wollen doch morgens aufstehen und sagen, ja, wir sind da. Und ich weiß, dass es geht, weil die Engel sind bei uns. Und gerade jetzt, je schwerer die Zeit wird, desto mehr Engel haben wir doch. Je schwerer diese ganze Phase ist, umso mehr Engel brauchen wir doch hier bei uns. Hallo, hier ist Frank. Hallo, jetzt kommt das Highlight bitte. Hier ist die Erika. Erika, ich trage dich gerne in das Engelsbuch ein. Bitte. Dankeschön. Wann hast du deinen Geburtstag? 3.4.66. 3.4.66. Die liebe Erika wird jetzt mehr Lebenskraft, Leichtigkeit und Stärke fühlen. Ich mache die Zeremonie am ersten Advent um 22 Uhr für dich und du kannst gerne zu dieser Zeit eine weiße Kerze anzünden. Alles Gute für dich. Tschüss. 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 So, ihr Lieben, das ist natürlich etwas Großartiges für mehr Lebenskraft. Und die liebe Erika hat es eben richtig gesagt. Ich hätte gern ein Highlight. Ja, da sind Sie doch hier genau richtig. Mehr Highlight geht gar nicht. Das ist hier genau das Richtige, was Sie bekommen können. Den Eintrag in das Erzengel-Michael-Buch. Und seien Sie dabei. Sagen Sie einfach Ja zum Leben. Sagen Sie einfach, ich will wieder fröhlich sein. Ich will wieder endlich fröhlich sein. Deswegen kommen Sie zu mir ins Studio, wie meine nächste Anruferin. Hallo, hier ist Frank. Anne, ich grüße dich, ja, Frank. Ja, Anne, du bist ja sowieso ein Ja-belebender Mensch. Ja, schön, aber nicht für Bücher und Eintragungen. Nee, das bist du nicht. Das macht nichts. Dann lass dich Du bekommst dir den Eintrag, den habe ich ja hier für dich. Bitte, was bekomme ich? Den Eintrag habe ich jetzt. Nee, den wollte ich aber nicht. Den wolltest du nicht. Nein, ich sag, für Bücher habe ich nichts übrig. Ach so, dann würde ich dich bitten, dich später nochmal einwählen zu wählen. Nee, alles dafür Gute wählt für dich. Mein Niesen eine Viertelstunde alles sich Gute ein. Alles Gute wünsche ich dir. Nee. So, ihr Lieben, jetzt gibt es den Eintrag in den Engelskreis, ihr Lieben. Dafür bin ich jetzt für Sie da, hier heute. Und das ist wirklich etwas Wundervolles. Hier bekommen Sie wirklich eine großartige Energie, eine großartige Befreiung, eine großartige Lebenskraft. Ihr Lieben, und ihr wisst es, es geht wirklich. Und ich kann es Ihnen nur sagen, jetzt hier so kurz nach 9, ich bin noch frisch bei Ihnen. Eintrag in die Adventszeremonie, das machen wir jetzt hier zusammen. Wie die bei der nächsten Anruferin. Hallo, hier ist Frank. Und hier ist die Veronika. Ich grüße dich recht herzlich, Frank. Dankeschön, ich grüße dich Bist du dich so auch. Lieb und würdest meinen Wunschpartner Jürgen mit in die Zeremonie sehr, nehmen? Sehr, sehr gerne, liebe Veronika. Der Jürgen? Ja, er ist geboren am 27.11., das heißt, er hat übermorgen Geburtstag. Super 27.11. Geschenk, ja. 1947 geboren. Und weil du so lieb bist, nehme ich dich auch mit rein, Veronika. Ein Wahnsinn. Toll, wann hast du Geburtstag? Am 22.02.1947. Wow, passt ja perfekt, ihr beiden. Ich hoffe. Schön. Also ich wünsche mir, dass er vielleicht ein bisschen mehr in seine Gefühle kommt. Ein das sehr, würde mich sehr, sehr freuen. Schöner Wunsch. Und ich weiß, die können das wirklich, die Erzengel. Jetzt bist du dabei oder ihr beiden im Kreis am
ersten Advent um 22 Uhr. Ich freue mich sehr und danke dir. Bleib gesund und bleib so, wie du bist. Das ist lieb. Dankeschön. Alles Liebe. Danke dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, Engelskreis hier heute am ersten Advent. Einer nach dem anderen, kommen Sie zu mir ins Studio, seien Sie einfach dabei für mehr Lebensfreude. Und bitte denken Sie auch an das untere Laufband, dort sind wichtige Informationen für Sie. So, Engelskreis am ersten Advent. Und das ist doch etwas, ja, das ihr kennt es wahrscheinlich noch gar nicht von mir. Und deswegen lernt es einfach mal kennen. Hallo, hier ist Frank. Hallo, hier ist Frank. Ich höre nichts. So, ihr Lieben, dann ist natürlich wieder die Möglichkeit für die nächste Anruferin, für den nächsten Anrufer zu mir zu kommen in den Engelskreis am ersten Advent. Hallo, hier ist Frank. Ja, herzlich willkommen in Berlin. Danke, Gabriele, vielen Dank. Und dann trag uns mal bitte schön in dein Büchlein. Das mache ich gerne. 18.12. ne? 17.12. 17. Du, jetzt wollte ich dich einen Tag jünger machen. Ach, wirklich nicht. Und wann Ganz hat... Genau. Du bist ja süß. Soll ich mich mal selber eintragen? Ja, bitteschön. Okay. Dankeschön. Ich danke dir. Du, eine schöne Zeit für dich. Ja, danke wünsche ich dir auch und noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls, liebe Gabriele. Tschüss. So, ihr Lieben, das ist hier, das ist Fernsehen, das ist Live-Fernsehen. Wir sind hier wie in einer großen Familie. Ihr Lieben, seien Sie einfach dabei, hier heute, wie bei eben die liebe Gabriele oder Veronika. Hallo, hier ist Frank. Hallo, hier ist Elisabeth. Elisabeth! Ich hätte gern meinen Sohn in Engelskreis. Sehr gerne. Wie heißt denn dein Sohn, liebe Elisabeth? Harry. Mhm. Geboren am 14.06.1957. Okay. Möchtest du auch mit dabei sein? Und ich bin schon. Und ja, mein genau. Enkelkind. Ja, wie heißt... Hätte ich gern. Ja. Philipp. Ja, habe ich. Geboren am 29.11.2008. Ein ganz junger Philipp noch. Ja, er ist ganz alleine, keine Eltern mehr. Okay. Oh, dann ist der Philipp genau richtig im Engelskreis. Für mehr Liebe, für mehr Leichtigkeit. Oh, schön, dass du da bist, liebe Elisabeth. Die Schule, dass er da gut Dass er mitkommt. Da gut zurechtkommt. Ja. Vielen Dank, dass du da bist. Eine schöne Zeit wünsche ich euch. Ja, danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Elisabeth. Ja, ihr Lieben, und das ist genau das, was ich hier möchte bei Ihnen. Sie können gerne einen lieben Menschen, bei dem Sie sehen, der braucht wirklich Unterstützung, der braucht wirklich Hilfe, der braucht wirklich ja, die Unterstützung der geistigen Welt, dann sind Sie hier genau richtig. Und ich weiß, dass der kleine Philipp wieder mehr Lebensfreude bekommt. Ich weiß es einfach, weil es ist einfach Energie. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Frank. Ellen. Ellen, ja, sage mal, Ellen. Oh, wir haben uns ja auch lange nicht mehr gehört. Schön, dass du da bist. Ja, ich muss mich unbedingt bei dir melden. Ja, das hat keinen Zweck. Das finde ich auch. Frank, ich habe eine Bitte. Kannst du eine Freundin von mir eintragen? Ja, gerne. Das ist die Lorraine Preuß. Lorraine, okay. Und wann hat die Geburtstag? Warte, die frage ich jetzt mal. Lorraine, war am 31.08.1991. Okay. Wann du Geburtstag hast, Ellen, weiß ich ja, trage ich ein. Schön, dass du schön, da bist. Mein Knuddelbärchen. Euch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. 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 So, ihr Lieben, das ist live und in Farbe. Hier ist nämlich ein Mitmachfernsehen, hier kann jeder mitmachen. Natürlich musst du mindestens 18 Jahre alt sein. So, Engelskreis am ersten Advent. Wenn Sie dabei sein wollen, dann sind Sie herzlich eingeladen, mit etwas Glück zu mir zu kommen. Und wie eben die liebe Ellen für ihre Freundin. Natürlich können Sie diese schöne, energetische,
ja, dieses schöne energetische Geschenk auch verschenken. Hallo, hier ist Frank. Ja, hier ist Barbara. Guten Hallo, Abend. Barbara. Guten Abend. Ja, ich möchte auch Lebensfreude haben für einen Menschen, der mir sehr am Herzen liegt. Okay, dann nehme ich euch beide mit, liebe Barbara. Wann hast du deinen Geburtstag? 30.09.52. Und wie heißt der liebe Mensch? Muss ich den Namen nennen? Brauchen Sie nicht. Ja, mit L fängt er an. Okay, Leo. Das machen wir so. Ja, und Leo. Wann hat der Leo Geburtstag? Das ist der 11.04.44. Okay. Der braucht ganz dringend etwas Lebensfreude. Lebensfreude und Leichtigkeit. Das wird am ersten Advent durch den Engelskreis ganz stark nach vorne gebracht. Schön, dass du da bist, liebe Barbara. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Dankeschön. Ciao. So, ihr Lieben, für mehr Lebensfreude, aber vorher folgen Infos für Sie. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Oh, ihr Lieben, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir zu dem Eintrag die klare Frage. Das heißt, Sie können sich etwas, ja, Sie können sagen, Frank, ich möchte jetzt in das Buch einen Eintrag jetzt aber oder zwei Einträge, träge aber dann keine Frage. Deswegen, wenn Sie wollen, können Sie jetzt sagen, Frank, ich möchte in das Buch und ich habe eine klare Frage. Sie bekommen eine klare Antwort von mir. Und wir machen einfach so weiter, wie es eben war. Einer nach dem anderen zu mir ins Studio und schon können wir doch hier etwas bewegen. Ihr Lieben, wer ist denn da draußen? Hallo und herzlich willkommen hier heute bei Astro TV. Mein Name ist Frank Bernotat. Ich bin hier der Moderator, der für Sie jetzt zuständig ist. Hallo, hier ist Frank. Hallo Frank, das ist die Margareta. Margareta, ja, grüß dich. Bitte, kannst du mich auch einschreiben? Das mache ich sehr gerne. Wünsche mir Lebensfreude. Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Wann hast du denn Geburtstag? 16.12.47. Okay. Hast du noch jemanden, den ich mitnehmen darf, oder... Bist du? Ja, meine Tochter. Ja. Die hat am 14.12.68 Geburtstag. Ja, Mensch, dann könnt ihr ja bald zusammen Geburtstag feiern. Feiert ihr immer am 15. oder wie? Die 14. Ach so, ja, ja, das habe ich mitbekommen. Aber du am 16., sie am 14. Ja. Wie heißt deine Tochter? Silvia. Silvia, die schöne Silvia. Alles Gute für euch beiden. Auch für dich. Dankeschön. Alles Liebe. Danke dir, Margarete. Tschüss. So, ihr Lieben, hier Engelskreis am ersten Advent. Und wenn Sie wollen, eine klare Frage, Sie bekommen eine klare Antwort. Das machen wir hier heute am Laufenden. Und seien Sie einfach dabei. Das fühlt sich so an, als wenn ich hier alleine bin heute. Und Sie, jetzt habe ich aber eine Anruferin. Hallo, hier ist Frank. Ja, und die Elke hier, hallo. Hallo, Elke. Ich hätte gerne mal ein Highlight. Du bekommst einmal deinen Eintrag in das Erzengel-Michael-Buch und deinen Eintrag und dein Highlight. Wann hast denn du Geburtstag, Elke? Im Dezember. Okay, ein Highlight. Bist du alleine oder hast du jemanden im Herzen? Allein. Du bist alleine, Elke. Guck mal, hier liegen die Störche. Und es kommt eine schöne Zeit wieder auf dich zu. Man sieht hier, die Mäuse werden so langsam wieder die hauen wieder ab. Und es kommt wieder Glück. Und wenn du ganz, ganz, ich sag einfach mal, offen bist, kommt auch ein Herzensmann auf dich zu. Man sieht es jetzt so schön im Kartenbild hier in der Kamera. Alles Gute für dich, liebe Hecke. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Oh, jetzt fällt ein Engelchen hier runter. So schnell sind die doch gar nicht. So, ihr Lieben, kommen Sie zu mir, sagen Sie Highlight oder
Liebe Regie, wisst ihr was? Wir machen das nochmal anders. Ich würde jetzt sagen, ein Engels, den Engelskreis und es gibt ein Highlight. Das machen wir jetzt einfach mal, weil ich glaube, das Highlight ist besser als die klare Frage. Deswegen jetzt, ihr Lieben, wir machen jetzt hier richtig, richtig viel Energiearbeit. Seien Sie dabei. Ein Eintrag in das Erzengel-Michael-Buch beziehungsweise ein Eintrag in den Engelskreis am ersten Advent und Sie bekommen ein Highlight. Und seien Sie einfach, überlegen sich die Frage, viele von Ihnen sind schon mehrfach zu mir durchgestellt worden. Viele von Ihnen. Deswegen kommen Sie einfach ganz, ganz schnell zu mir. Puh, so 20 nach 9, ich glaube, halb Deutschland schläft schon. Engelskreis am ersten Advent und ein Highlight. Das machen wir jetzt einfach, damit wir wieder mehr, ja, damit diese Sendung einfach gut wird. Und Sie können daran teilnehmen, wenn Sie wollen. Bitte denken Sie auch an das untere Laufband, dort sind wichtige Informationen für Sie. So. Genau, Engelskreis plus Highlight. So machen wir das jetzt hier, damit ich auch den Menschen erreichen kann, der vielleicht ja sagt, ich gehe jetzt schnell zu Frank und lass mich in das Erzengel-Michael-Buch eintragen und hol mir noch schnell ein Highlight ab. Und dieses Highlight umfasst auch wirklich schöne Dinge. Wie kommt vielleicht ein neuer Partner in dein Leben? Kommt vielleicht auch eine neue Freundin wieder in dein Leben? Und ich glaube einfach, viele von Ihnen können eine liebe Freundin oder einen lieben Freund gebrauchen. Und die Erzengel sind da wirklich sehr aktiv. Hallo, hier ist Frank. Ja, einen schönen guten Abend. Ich bin die Irene. Hallo, Irene. Ich möchte gerne fragen, ja, was mein Herzensmann denkt über, ja, mich. Ja, das mache ich, liebe Irene. Was denkt der Herzensmann über die Irene? Okay, er ist ein ganz bisschen blockiert, aber seine Gedanken sind hier bei dir. Ich habe die Sonne bei dir gezogen, ich habe hier die guten Nachrichten und das Ganze wird zum Jahresende bedeutend entspannter in eurer Beziehung. Du wirst es sehen, ich habe hier die Unterstützung der geistigen Welt. Und du bist ja auch beim Engelskreis dabei und das ist richtig gut. Irene, okay, wann hast du Geburtstag? 16.06.45. Sehr schön. Alles Gute für dich. Auch für dich alles Gute. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, und so wie die Irene, so möchte ich das weitermachen. Einer nach dem anderen zu mir ins Studio hier, Engelskreis und Highlight. Wir starten jetzt einfach nochmal richtig durch in dieser wundervollen Sendung. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Frank, hier ist die Maria. Maria. Sehr gerne in der Zeremonie, bitte. Sehr, sehr gerne, liebe Maria. 26.12.42. Hast du noch jemanden, den du mitnehmen möchtest oder möchtest du nach einem Highlight schauen? Ein Highlight bitte noch. Ja, gerne. Wie sieht's bei dir in der Partnerschaft aus? Könntest du noch einen Herzensmann gebrauchen? Ich muss nämlich gestehen, ich habe hier zwar einen Herzensmann, aber hier werden neue Türen geöffnet. Du siehst es hier, ich habe hier einmal den Schlüssel, dann die geistige Welt. Jetzt fängt die Kamera das gerade so schön ein. Und hier ist die Fröhlichkeit bei dir. Der Herzensmann ist auch irgendwie unterwegs, aber der scheint noch nicht so ganz sichtbar zu sein. Alles Gute für dich. Sehr gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, so soll es sein. Einer nach dem anderen zu mir ins Studio. Hier Eintrag in die Adventszeremonie für Sie. Und natürlich den Engelskreis. Wer jetzt zu mir ins Studio kommt, der bekommt ganz viel Energie. Hallo, hier ist Frank. Hallo, hier ist die Bettina. Guten Abend. Bettina, guten Abend. Ich möchte auch natürlich beim Engelskreis dabei sein. Du bist sein. Dabei, liebe Bettina. Wann hast du Geburtstag? Am 14.09. muss ich erst mal überlegen, peinlich. 1966. Ja, das ist, man sagt das Datum, denke ich mal, auch ziemlich selten. Ne? Ja. Du, Bettina, hast du einen Herzensmann oder kannst du noch einen gebrauchen? Wenn da noch einer kommt. Ach Mensch, da wenn guck ich mal. Wenn einer möchte. Oh je, guck mal, ich habe hier gleich die erste Karte. Das ist der Herzensmann bei dir, gefolgt von dem Ring.
Und 66, muss ich mal gucken, das kann sogar sein, dass der über den Arbeitsweg zu dir kommt, weil hier liegt der Anker, das ist die Arbeitskarte. Und das geht ganz, ganz schnell. Also der lässt sich nicht lange Zeit, mit dir in eine feste Partnerschaft zu kommen. Kenne ich den schon? Nee, es, ja? Es sieht nicht so aus, genau. Okay. Alles Gute für euch beiden. Jawohl, danke dir. Tschüss. Und das ist natürlich jetzt auch noch mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr Lieben, wollen wir nicht einfach anonym gehen? Das heißt, jetzt können wir ungestört miteinander sprechen, ohne dass es die ganze Welt mitbekommt. Das läuft folgendermaßen. Du kommst zu mir ins Studio, ich höre dich nur auf meinem rechten Ohr. Das, was ich sage, wird übertragen. Das, was du sagst, höre ich nur. Und ich glaube, das ist eine super Gelegenheit an alle, die sich nicht trauen, mit mir in der Öffentlichkeit über ihr Thema zu sprechen. Und ich habe es eben nämlich gemerkt, die eine liebe Anruferin wollte gar nicht sagen, wann sie geboren ist und so. Ihr Lieben, aber ihr merkt es ja auch, wir sind hier wie in einer großen Familie, man kennt sich und jetzt sind wir hier ganz privat und anonym. Und wisst ihr was, ich weiß, ihr wisst es, ihr seht es ja, ne? Ich habe ja sonst den bekanntesten Engel der ganzen Welt und jetzt habe ich einfach mal einen ganz, ganz zauberhaften neuen Engel hier an meiner Seite. Ihr seht es, wie viel Kraft, Liebe und Energie dieses wunderschöne Bild einfach schon ausstrahlt. Ich bin sehr, sehr glücklich, diesen Engel an meiner Seite zu haben. Ihr Lieben, und natürlich bin ich sehr glücklich, mit Ihnen hier zusammen zu sein. Das ist der Erzengel Samuel, der Erzengel der Liebe. Und ja, Entschuldigung, das habe ich natürlich eben vergessen in der Aufregung zu erzählen. Sie können es ja auch schon sehen an dem Rosa und an diesen wunderschönen Herztönen. Und das ist der Erzengel der Liebe. So, und da sind wir schon wieder beim Thema, ihr Lieben. Wer möchte denn in die Liebe kommen? Wer möchte denn endlich glücklich sein? Wer möchte endlich wieder zu zweit sein? Oder zu dritt oder zu viert, wie je nachdem, wie es gerade läuft. Und wenn Sie da einfach gerade nicht wissen, wie es weitergeht, holen Sie sich doch den Eintrag in die Zeremonie am ersten Advent und das Highlight dazu. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Christinchen. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Dann bin ich mal gespannt, was ich da so Gutes zu liegen habe. Damit du auch, guck dir das mal an. Da habe ich dich schon, da habe ich die geistige Welt. Puh, das ist jetzt wirklich schön. Aber ich muss doch mal, dein Herzensmann, wo ist denn der? Ich habe ihn. So, jetzt Spaß beiseite. Jetzt kannst du richtig mal sehen, wie das im Ganzen so läuft. Ich habe ihn hier, deinen lieben Herzensmann. Ich habe hier die guten Nachrichten und hier bist du. Das heißt, das Ganze läuft hier schon jetzt ganz, ganz schnell. Die Kamera fängt es gerade so schön ein. Und was natürlich auch noch schön sichtbar ist, hier die geistige Welt, die Unterstützung. Du hast dich ja auch in das Erzengel Michael Buch eingetragen. Es läuft richtig gut. Nächste Woche wirst du schon wieder mehr wissen und ihr kommt in diese schöne Beziehung. Alles Gute für dich. Ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, anonym und ganz privat hier mit Ihnen zusammen zu sein, das ist wirklich schön. Hier können wir mal ganz tief in deine Situation reinschauen. Oder Sie sagen, Frank, ich möchte in das Engelskreis, in den Engelskreis am ersten Advent. Um 22 Uhr mache ich eine Zeremonie und Sie können sich drauf verlassen. Es wird richtig toll. Hallo, hier ist Frank. Sehr gerne, liebe Gisela. Bist du denn in einer festen Beziehung, liebe Gisela? Das ist schön. Aber er ist nicht ganz so einfach manchmal, glaube ich. Ja, er ist ein ganz schön sturer Mensch. Aber die Gisela macht das ja ganz, ganz toll. Man sieht es hier, er hat dich ganz doll lieb. Irgendwie muss er gar nicht so viel machen in eurer Ehe. Du machst immer alles, ne?
Aber hier liegt Stabilität im Finanziellen und hier liegen auch noch Geschenke. Und das eine kann ich dir an seiner Stelle sagen, er liebt dich sehr. Er ist nämlich der Meinung, er hat es dir einmal gesagt und dann ist es das. Genau, aber ich sag's jetzt stellvertretend, dass dein Ehemann dich wirklich liebt. Alles Gute für dich. Sehr gerne. Tschüss. Ja, das ist das Schöne. Es folgen Infos für Sie. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. So, jetzt machen wir mal was ganz, ganz Tolles, nämlich richtig viel Energie. Wisst ihr was? Ich will euch jetzt mal einmal ganz kurz demonstrieren, wie es ist, wenn ihr am ersten Advent um 22 Uhr dabei seid. Deswegen, jetzt kommt mal alle zu mir, kommt mal alle her. Und jetzt werde ich euch mal Energie in euer Leben geben. Das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was euch erwartet, wenn du dich in das Zeremoniebuch eintragen lässt. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was du bekommst. Deswegen jetzt einmal entspann dich bitte, lehne dich einfach mal zurück und ich werde dir jetzt mal Energie durchs Fernsehen durchgeben. Also, lieber Erzengel Michael, lieber Lichtkreis der Engel. Bitte gebt meinen Zuschauern ganz viel Kraft, Leichtigkeit und Stärke und gebt ihnen einfach mal ganz viel Liebe, Schutz und Leichtigkeit. So, ihr Lieben, jetzt kommt die Energie. Achtung, jetzt ist sie da. Jetzt ist sie da. Und sie läuft von oben vom Kronenchakra direkt in das Herz. Direkt den Rücken runter und durch die Beine wieder in den Boden. So, ihr Lieben, und jetzt merkt ihr mal, was am ersten Advent passiert. Jetzt merkt ihr einfach mal nur einen Bruchteil von dem, was euch am ersten Advent um 22 Uhr erwartet. Deswegen, wer mehr davon haben möchte, wer sagt, Frank, ich will mehr Energie, ich brauche mehr Leichtigkeit, ich möchte, dass es meiner Umwelt besser geht, der ist herzlich eingeladen in das Engelskreisbuch am ersten Advent um 22 Uhr. Ihr habt es eben gespürt, ich durfte euch ein bisschen Energie in euer Wohnzimmer bringen. Ich durfte euch etwas Liebe und Leichtigkeit eben drüber geben. Und wer das eben genossen hat und gesagt hat, ja, das ist es. Und wer mehr davon haben möchte, der kann sich hier bei mir eintragen lassen. Wir sind ja noch ganz privat untereinander jetzt gerade. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Lucia, grüß dich. Möchtest in das Erz... Gerne, gerne, gerne. Wann hast du denn Geburtstag? 44. Hast du denn noch einen lieben Menschen, den du mitnehmen möchtest? Oder möchtest du das Highlight haben? Ja, gerne. Ein Highlight für die Lucia. Wollen wir mal gucken. Hopsa. Hier fallen gleich drei Karten raus. Einmal die geistige Welt, die Türen gehen wieder auf bei dir. Das heißt, hier liegt so viel mehr Leichtigkeit. Oh je, du Arme, du hast aber auch im Moment viel zu tragen gehabt. Boah, das muss weg, das muss weg. Guck mal hier, das bist du und hier ist die neue Zeit, deine neue Zeit. Hier bist du im Mittelpunkt und du siehst einfach, du bekommst die Unterstützung der geistigen Welt für mehr Kraft, Leichtigkeit und Vitalität. Oh, das glaube ich dir. Alles Gute für dich, liebe Lucia. Danke dir. Tschüss.
Ja, ihr Lieben, und hier habe ich jetzt wieder einen Menschen komplett erkannt. Und es ist natürlich so, dass jetzt gerade in dieser Zeit brauchen wir viel mehr Energie. Deswegen seien Sie einfach dabei, kommen Sie zu mir in die Sendung. Und hier können Sie dabei sein. Sie sehen, was hier los ist. Jetzt fallen hier schon die Engel vom Tisch. Aber so geht es natürlich nicht. Spaß beiseite, wir sind hier bei einem ernsten Thema. Deswegen, wenn Sie mehr Leichtigkeit spüren möchten, wenn Sie einfach auch vielleicht mal mehr Liebe spüren möchten, dann sind Sie hier genau richtig, weil hier gibt es Liebe. Hier gibt es ganz viel Liebe und ganz viel Kraft. Und wir sind ja noch anonym zusammen. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Antje. Sehr gerne, Antje. So möchte ich das. Antje, wann hast du Geburtstag? Okay. Ich glaube, bei dir wäre auch ein Herzensmann richtig angebracht, richtig? Ja. Okay. Ja, das ist auch wahr. Ich sag's dir jetzt einfach mal, es ist so, dass es noch nicht der Richtige ist, den du jetzt im Kopf hast, aber es kommt ein deutlich jüngerer Mann auf dich zu. Er wirkt etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas stabiler in der Struktur, aber hier liegt ganz viel Freude und Leichtigkeit bei euch. Deswegen freu dich auf die nächste Zeit, weil die wird richtig gut, liebe Antje. Alles Gute für dich. Gerne, tschüss. Ja, ihr Lieben, und das ist einfach so, das tut mir immer in der Seele weh, wenn man einen Herzensmann oder eine Herzensdame hat, die man schon so toll findet und ich komme dann an und sage, nee, das ist gar nicht der Richtige oder die Richtige, sondern es kommt einfach noch was viel Besseres. Und da fällt mir immer ein, wenn man mal eingeladen wird zum Geburtstag oder wie auch immer, also vor Corona ging das ja noch einfacher, da war es ja vielleicht mal bei Ihnen so, dass Sie gesagt haben, oh, es ist gar nicht so toll und so. Und dann gehen Sie dahin zu der Feier und es wird richtig gut. Und so ist es auch häufig im Leben, dass Sie vielleicht einen Herzensmann haben wollen, der aber gar nicht für Sie bestimmt ist. Sie sollen einen anderen haben. Und das sieht man hier ganz klar im Kartenbild. Hier sehe ich ganz klar für Sie, welcher Herzensmann ist für Sie richtig. Und wenn Sie sagen, ich möchte gerne in dein Buch eingetragen werden für die Zeremonie am ersten Advent, dann sind Sie hier genau richtig und dann kann ich doch auch noch mal bei Ihnen in die Liebe gucken, was denn danach passiert nach der Zeremonie. Ich gucke hier schnell für Sie für ein Highlight rein. Und das Gute ist ja einfach auch, wir sind jetzt hier zusammen, anonym. Das heißt, hier können Sie mit mir über Ihr Thema sprechen, ohne dass es die ganze Welt mitbekommt. Hallo, hier ist Frank. Hallo Astrid, ja, grüß dich. Gerne. Dann nehme ich den Sohn. Wie heißt der? Und wann hat er Geburtstag? Möchtest du ein Highlight oder möchtest du auch in das Erzengelbuch eingetragen werden? Ja. Wann hast du denn Geburtstag, die Astrid? Okay, sehr schön. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, ihr Lieben, das finde ich jetzt auch so schön. Hier war jetzt die liebe Anruferin, die wollte auch in das Buch eingetragen werden. Deswegen, ihr Lieben, wenn Sie sagen, ja, ich möchte das gerne eingetragen haben, dann sind Sie hier doch genau richtig bei mir. Oder Sie sagen, ich brauche ein Highlight, etwas Schönes, das mich in der nächsten Zeit erwartet, dann sind Sie doch hier auch genau richtig, ihr Lieben. Und ich kann mir vorstellen, jetzt um diese Zeit sind schon wieder viele ins Bett gegangen und Sie sind bei mir. Sie sind jetzt bei mir und das ist vielleicht für Sie eine Möglichkeit, um wieder in die Lebensfreude zu kommen, um einfach wieder mehr Liebe und Leichtigkeit zu bekommen. Und es ist einfach als Lebensberater, was fehlt uns am meisten? Was ist es, was mich
ja, was, also vielen von uns fehlt die Liebe. Vielen von uns fehlt eine Zweisamkeit. Vielen von uns fehlt einfach auch, einfach mal gesehen zu werden. Und das ist genau das Thema im Engelskreis am ersten Advent. Sie werden gesehen, sie werden endlich im Mittelpunkt stehen. Sie können endlich mit den Engeln, ja, auf einer Ebene sein. Die sind nämlich wirklich für sie da. Die Engel sind bei ihnen. Und gerade am ersten Advent werden sie es spüren. Es ist einfach nur schön. Bitte denken Sie auch an das untere Laufband. Dort sind wichtige Informationen für Sie. So, und ich möchte euch ganz, ganz gerne mal einmal erzählen, was ich denn am ersten Advent um 22 Uhr mache. Diese Zeremonie ist etwas aufwendiger, also sie ist jetzt nicht in 10 Minuten. Erstmal brauche ich ein paar Räucherstäbchen, damit das so eine schöne, ja, es muss eine energetische sein. Dann habe ich ganz viele Kerzen, um einfach auch, Kerze gibt ganz viel Wärme, gibt ganz viel Kraft und Liebe und Leichtigkeit. Und dann brauche ich natürlich die Engel. Und ich versetze mich dann in einem Zustand, ja, ich möchte fast sagen, so zwischen Schlafen und da so dazwischen. Und dann kommen die Engel. Und diese Engel, die sind dann bei dir. Du wirst merken, wie dieser Kreis dich einfach in deine Mitte nimmt, in die Mitte. Und du wirst merken, wie wieder die Kraft und Leichtigkeit kommt. Ich bin dann nur der Bote, ich bin dann nur praktisch der Überbringer. Und du wirst merken, wie am ersten Advent um 22 Uhr wieder bei dir die Reserven auffüllen, wie wieder neue Lebensfreude in dein Leben kommt. Und ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gemerkt haben, manchmal kann man morgens aufwachen und das ist so trüb und so dunkel und man hat überhaupt gar keine Lust. Und dann gibt es wieder so Tage, da ist es so schön. Obwohl das gleiche Wetter ist, aber man freut sich auf das Leben, auf die Leichtigkeit. Und das ist das Ziel des Engelskreis am ersten Advent. Das ist das Ziel, das ist das Ergebnis. Am ersten Advent um 22 Uhr werden Sie merken, wie wieder neue Lebensfreude, wie wieder neue Kraft und Leichtigkeit in dein Leben kommt. Und ich weiß es, weil ich dahinter stehe. Ich weiß es, weil es einfach so passiert. Und ich möchte euch einfach eine ganze kleine Sache noch erzählen. Ihr wisst sicherlich, dass ich schon Witwer bin und ich habe aber einen Kreis gefunden, den gibt es bei uns in der Nähe und da sind die Engel. Und diese Engel habe ich gebeten, für sie tätig zu sein. Und da ist dieser Engelskreis am 1. August, ja, praktisch entstanden. Ich habe meine Engel gebeten, einfach zu ihnen zu kommen. Und ich darf die Engel am 1. Advent um 22 Uhr rufen. Sie haben mir die Erlaubnis gegeben und sie sind dann für sie da. Diese Engel, die ich gerufen habe, sind um sie herum. Sie werden wie in einem Kreis stehen. Sie werden wieder dieses Gefühl des Schutzes bekommen. Sie werden das Gefühl der Liebe bekommen. Sie werden das Gefühl der Geborgenheit endlich spüren. Und es ist jetzt, wir reden so viel über Gefühle, aber Sie wissen es doch. Unsere Gedanken lassen uns siegen oder untergehen. Und die Gedanken können unsere Engel, ja, einfach steuern auch. Das kann ich wirklich so sagen. Sie sind einfach die positiven Lichtarbeiter. Sie sind einfach die Energiegeber für Sie. Und ich darf für Sie mit meinen Engeln am ersten Advent tätig sein. Das heißt, Sie können spüren, wie es ist, wieder geliebt zu werden. Und
Ich weiß einfach, dass es klappt, weil viele von Ihnen haben es nach dieser Zeremonie schon, ich habe es natürlich schon ausprobiert. Bevor ich zu Ihnen komme ins Fernsehen, probiere ich es selber aus an meinen lieben anderen Zuschauern. Natürlich mit Genehmigung. Das heißt, wir kommen dann in diesem Kreis zusammen. Und Sie wissen es doch, wir sind doch alle miteinander verbunden. Und wenn Sie mit mir am ersten Advent um 22 Uhr zusammen sind, dann haben wir eine Verbindung. Und die Engel werden diese Verbindung mit Ihnen einfach eingehen. Und Sie werden merken, wie wieder neue Lebenskraft, wie neue Freude, wie Leichtigkeit und Liebe in dein Leben kommt, in dein Leben. Nur jetzt in deins. Und ich habe vorhin ein ganz liebes Gespräch gehabt. Ich habe nur liebe Gespräche, aber eine liebe Anruferin, die sagte, kann es passieren, dass meine Tochter wieder auf mich zukommt? Die hat sich schon seit Jahren abgewandt. Und das ist es doch. Dadurch, dass wir eben alle praktisch miteinander verbunden sind in dieser Energie, werden sie merken, dass diese liebe Mama wieder mit dem Kind zusammenkommt. Es ist so, es passiert so. Haben Sie das schon mal gehabt, dass Sie schon mal an jemanden gedacht haben und auf einmal stand er vor Ihnen? Und das ist doch eine ähnliche Sache. Es folgen Infos für Sie. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Die Anrufkosten aus dem Mobilfunknetz sind gegebenenfalls deutlich höher. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Letzte Viertelstunde ist schon wieder angebrochen. Dann habe ich noch eine Stunde Pause und bin dann noch mal für Sie um 23 Uhr frisch und munter dabei. Engelskreis am ersten Advent, ihr Lieben. Und ich weiß immer gar nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendetwas beweisen. Dabei ist das gar nicht so. Ich brauche keinem etwas beweisen, weil ich weiß, dass es klappt. Weil die Engel, die zu Ihnen kommen, die sind einfach da. Die Engel, die zu Ihnen kommen, vielleicht bekommen Sie mal ein Geräusch oder Sie bekommen mal etwas, ja, wie soll ich sagen, vielleicht werden Sie mal berührt oder Sie kennen es vielleicht, Sie sehen einfach mal eine Feder, das ist eine Engelsfeder. Und das wird Sie am ersten Advent erwarten. Hallo, hier ist Frank. Astrid, gerne. Wann hat die Sibylle denn Geburtstag? Und hast du noch jemanden dabei? Okay. Und wann hat das Kind Geburtstag? Super. Guck mal. Dann haben wir die doch jetzt im Engelskreis dabei. Und ich glaube, Astrid, du bist auch schon, ne? Du bist schon dabei. Oh, ich freue mich, denn ist eure ganze Familie im Engelskreis. Das wird richtig schön. Das ist Energie pur. Du wirst merken, dass die ganz energetisch sind. Man kann gut schlafen. Man wacht nächsten Morgen frisch und munter auf. Das sind Sachen, die können alle passieren, wenn du mit dem Engelskreis verbunden bist. Du bist eine tolle Mama und Oma und ich denke mal eine ganz tolle Frau. Alles Gute für dich, liebe Astrid. Sehr gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, letzten Minuten sind schon wieder angebrochen. Wir sind immer noch ganz privat. Eintrag in die Adventszeremonie anonym hier heute für Sie. Die letzten Minuten sind schon angebrochen und ihr weiß gar nicht, die erste Stunde, da hatte ich bedeutend mehr Anrufer hier im Studio, die in das
in den Engelskreis wollen und deswegen seien sie einfach dabei. Und es ist einfach so, ich muss es einfach mal loswerden, dieser Engelskreis ist der absolute Wahnsinn. Das ist Energie auf allerhöchster Ebene. Es ist einfach da, es ist einfach ein Highlight, dabei zu sein. Es ist einfach wunderschön. Hallo, hier ist Frank. Diana, ja, grüß dich. Wir haben uns auch lange nicht mehr gehört, wir beiden, ne? Ist jetzt... Du kriegst ganz viel Kraft, Diana. Wann hast du denn Geburtstag? Okay. Möchtest du ein Highlight oder noch jemanden eintragen in das... Der braucht auch Kraft. Ja, dann nehmen wir den dazu. Wie heißt der denn? Okay, wann hat der Geburtstag? Weißt du was? Und das Schöne ist ja, wenn ihr beiden zusammen seid, ihr bekommt ja ganz viel Kraft und so Stärke und Leichtigkeit ist da wieder drin. Ich freue mich so, dass ihr dabei seid. Am ersten Advent um 22 Uhr zündet gerne eine Kerze an, dann wird's einfach grandios. Alles Gute für dich, für euch. Sehr gerne, Diana. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist einfach grandios. Bitte denken Sie auch an das untere Laufband. Dort sind wichtige Informationen für Sie. So, ihr Lieben, was ist hier los? Letzten 10 Minuten sind schon wieder angebrochen. Dann übernimmt meine liebe Kollegin, die Andrea, die nächste Stunde. Deswegen, wer noch mit mir sprechen möchte, der ist herzlich eingeladen, die letzten Minuten hier mit mir zu verbringen. Engelskreis am ersten Advent und ein Highlight für Sie. Hallo, hier ist Frank. Hallo, Charlotte. Ja, vielen Dank, liebe Charlotte. Das finde ich jetzt ganz, ganz lieb. Ja, gerne. Wann hast du Geburtstag, Charlotte? Okay. Und wollen wir noch jemanden eintragen oder möchtest du ein Highlight, liebe Charlotte? Ein Highlight für die Charlotte. Gerne. Ja. Wollen wir mal gucken, ob dein Mann zufällig gerade da ist? Soll ich mal gucken? Liebe Charlotte, hier ist dein lieber Mann. Du erfüllst mich heute mit so viel Stolz, mit so viel Kraft, mit so viel Zuversicht. Ich möchte für dich da sein, ich möchte für dich einfach immer da sein. Du warst eine ganz tolle Frau und ich muss dir sagen, ich liebe dich sehr. Ich freue mich über jeden Tag, wenn es dir wieder besser geht. Deswegen ist es einfach wunderbar, im Kreise der Engel wirst du wieder zu Kraft und Leichtigkeit kommen. Ich liebe dich sehr. Oh, ich krieg ganz so Gänsehaut, liebe Charlotte. Oh, ja, natürlich, und der ist ja noch da. Alles Gute, liebe Charlotte. Sehr gern. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. So, ihr Lieben, das war jetzt eine Nachricht aus der geistigen Welt für meine liebe Charlotte. So, Engelskreis am ersten Advent, seien Sie dabei. Und es ist einfach Energie pur. Und die liebe Charlotte eben, die hat gesagt, sie braucht mehr Vitalität, sie braucht mehr Leichtigkeit, sie braucht mehr Stärke. Dann sind Sie hier genau bei mir richtig. Für mehr Leichtigkeit, für mehr Stärke, für mehr Lebensfreude. So, ihr Lieben, die letzten Minuten sind schon wieder angebrochen. Dann übernimmt meine liebe Kollegin die Andrea. Ja, ja, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Ihr Lieben, wer meine lieben Kollegen von Astro TV oder mich bei Questico erreichen möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, auch dort. Und ich kann euch sagen, es kommt jeder zu mir
dann ins Gespräch. Jeder, der zu mir kommen möchte. Und ihr Lieben, meine Zeiten, wann ich da bin, trage ich immer ein. Deswegen wisst ihr immer, wann ihr mich dort erreichen könnt. Und bei Questico kann ich euch sagen, da ist auch ganz, ganz viel Energie und tolle Berater für Sie. So, ihr Lieben, jetzt sind wir aber noch zusammen in ein paar Minuten. Dann ist für mich die Zeit hier gleich schon wieder abgelaufen. Ich halte mich hier an den Tisch fest. Das ist ja auch komisch. So, ihr Lieben, hallo, hier ist Frank. Hallo, Ursula. Gerne, liebe Ursula. Wann hast du deinen Geburtstag? Möchtest du ein Highlight oder noch jemanden damit in das Buch eintragen? Das ist ja süß. Okay. Bist du denn in einer Partnerschaft, Ursula? Weißt du, was ich ganz faszinierend finde eben? Das ist so voll deins. Eigentlich wolltest du jemand anderen noch eintragen, und weil du immer an andere denkst. Aber jetzt hast du mal an dich gedacht. Das hast du toll gemacht. Wirklich. Das ist ganz schön schwer, mal an sich zu denken, ne? Ja. So, also ich muss sagen, ich habe hier ein richtig schönes Highlight. Erstmal hier vorne gleich der Engelsflügel. Die geistige Welt ist komplett um dich herum. Hier auch noch die reichenden Hände der geistigen Welt. Also ich kann sagen, du hast echt Draht zu ganz nach oben. Dann habe ich hier dich und es gehen neue Türen auf. Es zeigt sich ein ganz lieber Freund und hier könnte es zu einer Partnerschaft kommen. Das wäre jetzt im Sommer. Aber der Freund kommt schon bedeutend früher. Aber es dauert eben, bis das sich so entwickelt. Um 22 Uhr am ersten Advent. Genau. Super, danke schön. Sehr schön. Tschüss, gerne, tschüss. So, ihr Lieben, das ist natürlich auch immer toll, die liebe Ursula eben, die denkt nämlich immer erst an andere, bevor sie an sich denkt. Und jetzt hat sie mal an sich gedacht. Und ich glaube, das war richtig, richtig gut. Und denken Sie auch mal an sich. Seien Sie auch einfach mal, ja, gönnen Sie sich doch einfach mal ein Highlight oder den Engelskreis. So, und es ist einfach so, viele... Ja, als Lebensberater merkt man das jetzt nicht ganz so häufig, aber viele von Ihnen, ich habe das eben in Berlin habe ich gesehen, wie die Menschen so mit sich umgehen. Also einige sind wirklich grausig. Und wenn Sie sagen, Frank, ich möchte wieder in den Schutz kommen, ich möchte endlich wieder geliebt werden, ich möchte einfach nicht mehr, ja, so... mit Ellbogen und so weiter, sondern ich möchte echt mal wieder angekommen sein. Dann sind Sie im Engelskreis genau richtig, im Engelskreis am ersten Advent um 22 Uhr. Ich bin dann noch in Berlin, aber ich mache das richtig schön. Diese Zeremonie wirst du spüren, wirst du merken. Du siehst einfach nachher wieder aus und es ist einfach... Es ist einfach, man muss es mal so sagen, ein Anruf hier wert, um echt mal durchzuatmen, um einfach mal glücklich zu sein, glücklich sein. Und man kann wirklich sagen, ich brauche Glück. Ich möchte endlich angekommen sein. Ich möchte endlich auch mal zufrieden sein. Das ist ja auch ein Gefühl, was viele von uns nicht haben. Wann bin ich zufrieden? Dann, ich bin zufrieden, wenn ich ganz, ganz viele Anrufer hier im Studio habe, die endlich in ihre Liebe kommen wollen, die endlich wieder geliebt werden wollen, die in den Engelskreis, ja, einfach angenommen werden. Sie werden angenommen. Und ich sehe, da ist die Studiouhr. Wir haben wahrscheinlich jetzt gleich nur noch eine Anruferin hier, ganz anonym. Und dann ist meine liebe Kollegin, die Andrea, da. Und ich komme dann um 23 Uhr wieder. Bin dann noch eine Stunde bei Ihnen zusammen. So, aber das ist jetzt hier die letzte Anruferin gleich im Studio mit dem Engelskreis und dem Highlight, ihr Lieben. Und das wird richtig schön. Das gucken wir mal. Und wie sieht's denn aus? Soll es mal wieder fließen? Soll mal wieder Lebensfreude? Soll es mal wieder
in deinem Leben fließen, dann bist du hier genau richtig. Allerdings bin ich jetzt nur noch ein paar Minuten bei dir. Dann gehe ich in eine kurze Pause und um 23 Uhr bin ich wieder zurück. Hallo, hier ist Frank. Ja, Frank, hier ist nochmal Ursula. Ursula, magst du eine Sekunde dranbleiben? Das mache ich sofort. Ich sage erstmal eine schöne Zeit mit Andrea und wer möchte, um 23 Uhr bin ich wieder dabei. So, liebe Ursula.